Das nächste Werder-Heimspiel steht an diesem Wochenende zu ungewohnter Zeit, nämlich erst am Montagabend zum ersten Mal, zumindest ganz offiziell, das Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Sowohl Trainer Florian Kohfeldt als auch Sportchef Frank Baumann, die heute beide in der Pressekonferenz vor dem Spiel waren, haben natürlich sich auch dazu geäußert. Sie haben natürlich gesagt, dass sie es bedauern, dass die Ultras fernbleiben werden. Sie hoffen trotzdem auf gute Stimmung, sind sich auch sicher, dass die Stimmung gut sein wird. Und Trainer Florian Kohfeldt hat dabei an ein Spiel gegen den VfB Stuttgart nochmal erinnert. Ich glaube, ich kann mich sehr gut an das Montagsspiel gegen Stuttgart erinnern. Da hatte das natürlich auch viel damit zu tun, dass es ein mitreißendes Spiel war. Und wenn das passiert am Montag, wovon ich ausgehe und was ich hoffe, dann bin ich mir auch sicher, dass wir die Zuschauer auch mitnehmen werden. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir wissen, welche große Unterstützung die Fans für uns sind hier in Bremen. Und ich glaube schon, dass wir das auch am Montag wieder genießen können. Ich glaube schon, dass wir am Montag natürlich auch merken werden, dass einige Ultras weniger im Stadion sein werden. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir mit der Unterstützung der anderen zahlreichen Fans auch hier ein schönes Flutlichtspiel sehen werden mit einer guten Atmosphäre. Gegner am Montag ist der 1. FC Köln, der ist aktuell Tabellenletzter und versucht sich ja irgendwie noch an den Relegationsplatz sozusagen von unten ran zu robben. Für Trainer Florian Kohfeldt ist der Gegner allerdings auch ein ziemliches Rätsel, wie er zugegeben hat. Rein taktisch gesehen ist es echt eine schwere Analyse, weil da gibt Köln, so klar sie ein Bild abgeben in ihrer Mentalität, geben sie als Mannschaft nicht unbedingt ein klares Bild ab. Also sie wechseln sehr häufig die Grundordnung. Es ist jetzt auch nicht so, dass man ja so sonderlich viele immer wiederkehrende Muster findet. Und dementsprechend ist das, glaube ich, die Flexibilität eine große Stärke von ihnen. Darauf müssen wir uns einstellen. Wenn ich ein hervorstechendes Merkmal von ihnen nennen sollte, dann wäre es für mich ihr Konter, der schon sehr gut ist. Da haben sie wirklich auch Spielertypen, die das sehr gut vortragen können. Ich denke da an Osako und Terodde als Wandspieler, wenn Claudio spielen sollte, natürlich auch als jemand, der sehr öffnende Pässe spielen kann. Dazu sehr schnelle Außenspieler mit Risse, Hector, wobei man nicht weiß, ob sie Außenverteidiger oder äußere Mittelfeldspieler spielen. Also es ist so ein bisschen ein kein ganz klares Bild, was sie abgeben. Und das macht es natürlich auch in der direkten Spielvorbereitung nicht ganz so einfach. Ein Spieler wird natürlich beim Kellerduell besonders im Fokus stehen und das ist ein Kölner. Es ist Claudio Pizarro, der ehemalige Werderaner, der ja im vergangenen Sommer hier nicht ganz freiwillig gehen musste und der nun in Köln spielt. Sowohl für Sportchef Frank Baumann, der ja mit Pizarro noch zusammengespielt hat, als auch für Trainer Florian Kohfeldt, der ihn aus gemeinsamer Zeit hier noch kennt, ist das ein besonderes Wiedersehen. Ich glaube, über die grundsätzlichen Fähigkeiten von Claudio müssen wir nicht reden. Ich würde es sehr gerne vermeiden, dass im Strafraum irgendein Ball runterfällt und man danach wieder sagt, da steht halt Claudio. Also von daher freue ich mich auf der persönlichen Ebene sehr, ihn hier zu sehen. Sportlich hoffe ich, dass wir mehr Freude haben als er. Dass Claudio natürlich Top-Qualitäten hat, auch jetzt noch in seinem etwas fortgeschrittenen Alter. Es ist, glaube ich, außer Frage, dass er einfach auch ein sehr, sehr positiver Typ ist. Auch das ist nicht ganz unwichtig, gerade in schwierigen Zeiten. Und davon profitieren die Kölner, glaube ich, auch aktuell ein Stückchen. Und insofern wissen wir, welche Qualitäten, welche Fähigkeiten Claudio mitbringt. Und ich hoffe, dass wir die am Montag auch unter Kontrolle halten können. Die Stimmung ist in Bremen übrigens nach wie vor ziemlich gut, nicht nur bei der Pressekonferenz heute, sondern auch beim Training und allgemein im Umfeld. Dabei sind es eigentlich nur 2 Punkte bis zum Relegationsplatz. Man könnte also meinen, die Stimmung ist fast schon ein bisschen zu gut. Trainer Florian Kohfeldt mahnt da auch immer wieder und hat auch heute noch mal was dazu gesagt. Ich habe heute ein super Training gesehen. Das hat mich ein Stück weit auch beruhigt, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe natürlich selber so eine Woche noch nicht mitgemacht als Trainer, so eine lange Phase zwischen 2 Spielen. Und ich habe es ja auch letzte Woche Dienstag in der Mixzone schon gesagt, ich glaube, das Entscheidende wird diese Woche sein, wie wir die Spannung aufbauen. Und da meine ich jetzt gar nicht so sehr diese Gesamtstimmung mit, da habe ich ja auch schon vor ein paar Wochen mal gesagt, dass mir das zu bequem noch ist. Das spüre ich jetzt in der Mannschaft noch nicht, aber ich bin weiterhin sehr wach, weil unabhängig von der Tabellensituation ist es für mich eine Grundtugend einer Mannschaft, eines Sportlers und im Übrigen dann auch eines gesamten Vereins, dass Selbstzufriedenheit niemals einkehrt, weil wir wollen besser werden. Und ich habe das ja auch damals schon gesagt, weil selbst wenn wir jetzt Fünfter wären, würde ich Selbstzufriedenheit sofort bekämpfen im Keim.
Habe allerdings momentan nicht den Eindruck, dass das bei der Mannschaft so ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein ganz anderer Spannungsbogen als in anderen Wochen, wo du einen recht klaren Rhythmus hast. Samstag, Samstag, Regeneration, freier Tag, Spannungsaufbau Richtung neues Spiel. Jetzt waren vor diesem Spannungsaufbau im Grunde sechs Tage mit anderen Inhalten teilweise frei, dann sehr individuell gearbeitet, dann die ersten Einheiten wieder in der Mannschaft. Und deshalb hat mich die Einheit heute insofern zuversichtlich gestimmt, dass ich das Gefühl habe, ich habe einen deutlichen Unterschied zwischen gestern und heute gemerkt, was die Anspannung anging, was dann auch diese letzten Meter anging. Der Kampf um die Plätze war heute auch wieder deutlich zu spüren. Und von daher bin ich mir sicher, dass wir den Spannungsbogen hinkriegen Richtung Montag, um diese insgesamt immer noch sehr gefährliche Situation dann Montag weiter zu verbessern. Kurzes Update noch zum Personal. Es sind alle fit, hat der Trainer heute bestätigt. Das Spiel kann also kommen. Wie gesagt, wenn auch zur ungewohnten Zeit am Montagabend. Wir werden natürlich für euch vor Ort sein, werden berichten. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag.